Hallo zum zweiten Teil unserer Fahrradtour von Ükeritz nach Peenemünde. Im ersten Teil sind wir bis zur Surfbox in Zempin gekommen und setzen nun hier das Video fort. Just Lally Day, das sind wir, Diane und Frank. Wir haben das Reisen für uns entdeckt und möchten noch viele schöne Plätze auf der Welt kennenlernen. Mit unserem Wohnmobil der Ella oder mal mit dem Flieger an ferne Ziele erkunden wir die schöne weite Welt. Und guck mal die Schlammscheiße an hier! Oh. Die vielfältigen Menschen, die wir auf unseren Reisen begegnen, können wir immer was lernen. Auch die vielen kulinarischen Genüsse in den verschiedenen Ländern bereichern unsere Hobbyküche. Auf jeder Reise lernen wir neue Menschen kennen, die zu Freunden werden. Kommt mit und wir machen uns schöne Lollidays. So, da geht's schon wieder weiter. Und jetzt sind wir als nächstes gleich im Ostseebad Zempin. Gehört übrigens auch zu diesen leeren Steinbädern. Wir fahren jetzt hier ein kleines Stück durch den Wald und danach kommt ja noch so ein kleiner Weg, so richtig schön direkt an der Küste entlang. Also, ihr könnt hier, so wie es ausgeschildert ist, geradeaus weiterfahren. Viel besser ist allerdings hier entlang. Denn da kommen wir gleich direkt an die Ostsee. Da hinten sehen wir schon Zinnowitz. Das hier ist jetzt der Campingplatz von Zempin. Auch richtig schön gelegen, also zumindest für die Fahrzeuge hier in der ersten Reihe. Wir stehen ja hier und gucken direkt auf die Ostsee. Kann man nicht geiler haben. Hier vorne machen wir jetzt gleich einen kleinen Schlenker nach links. Man könnte auch geradeaus weiter über den Campingplatz. Nur das Blöde ist, da wird das so total sandig und so feiner Sand. Man kann es auch mit dem E-Bike fast nicht befahren. Also man kann da auch lang. Aber viel entspannter ist es, wenn man hier den Campingplatz verlässt und dann gleich durch den Wald gibt es einen festen Weg. Das ist viel, 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 viel einfacher. Also wenn wir auf dem Campingplatz da nicht gerade abgebogen, dann wären wir jetzt von hier gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das so richtig sehen könnt, aber es ist total fieser Sand. Da kann man eigentlich fast nur durchschieben. Von daher biegt ab, ist viel schöner. Und dann sind wir eigentlich als nächstes auch schon in Zinnowitz. Jetzt hier noch so dieses kleine Stück, dann geht's da los. Und gleich zu Anfang von Zinnowitz haben wir eigentlich auch so eine unserer Lieblingsbars. Nennt sich Fischerstrand.
Ihr habt die Schlange gesehen, also es wissen ein paar mehr, das ist echt gutes dort. Zinnowitz ist hier auch richtig cool, so vom Fahren. Man hat hier auf der rechten Seite einen richtig schön angelegten Garten, grün, gut, jetzt schon ein bisschen trocken, zu viel Sonne. Und auf der anderen Seite hier diese Bäderarchitektur. Auch in Zinnowitz diese Tauchgondel. Von der Seebrücke geht ja diese Tauchgondel ins Wasser und man taucht dann quasi unter. Und hier vorne ist so ein Café, da ist so eine ähnliche Gondel. Damit wird man dann quasi so ein bisschen hochgefahren und hat einen schönen Überblick über Zinnowitz. Das riesige Hotel mit eigenem Schwimmbad und Saunalandschaft. Ganz witzig ist hier die Saunalandschaft, geht so direkt bis zum Strand und man kann dann von der Sauna direkt in die Ostsee. Auch nicht schlecht. So, das hier ist der Strandaufgang Q8 und genauso heißt er eine Beachbar Q8. Auch sehr cool gemacht, so als Surferbar, so ein Tresen als Boot, vielleicht auch mal gucken. Aber wenn ihr hier seid und gerade Durst habt, ein sehr guter Stopp dort. Es geht jetzt weiter so aus Zinnowitz raus und ihr seht hier schon eine ganze Menge mehr los. Am Strand war ja schon echt der Wahnsinn. So verglichen mit unserem Ückeritz ist das doch schon sehr viel enger gestapelt hier. Fahrradweg geht hier weiter, schön. Durch den Wald. Mit reichlich Schatten. Gott sei Dank. Ist nach wie vor furchtbar heiß. Verrückt, am Strand der große Trubel und hier ist richtig einsame Stille, ganz erholsam im Wald. Also wer Ruhe sucht, mit so einer Fahrradtour gar nicht so falsch aufgestellt. So, als nächstes nähern wir uns jetzt hier Trassenheide. Geht alles so ineinander über am Waldweg. Und Trassenheide sind wir dann im Grunde genommen schon bei den nördlicheren Bädern der Insel Usedom. Trassenheide, Karlshagen und Peenemünde, wo wir letztendlich hinwollen. Eigentlich geht der Fahrradweg so um zu, aber wir schieben mal jetzt hier durch den Ort. Trassenheide werden wir jetzt so ein bisschen weggeführt, direkt hier von der Ostsee. Und dann geht es hier wieder durch so einen Waldweg weiter. Ein bisschen schwer zu finden mit der Ausschilderung. Aber gut, geht schon irgendwie. Ich habe bei Blaubeeren Glück gehabt.
überall Blaubeerfelder. Ja, ein scharfes Land für Sammler hier. Blaubeeren, Pilze, alles kann man hier irgendwie kriegen und sammeln und finden. Alles lecker. It's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life and I'm your ride. Hang on. We'll be long gone. Hang on. I cannot go wrong. God, I'm praying. So, da tauchen dann schon die ersten Häuser von Karlshagen auf. So geht's weiter. Karlshagen, 1 Kilometer. Bis Peenemünde werden es dann jetzt noch 8. Alles Ferienwohnungen. Aber hübsch gelegen, ne? Alles hier schön im Wald. Kleiner Weg da. Muss man schon dann aussehen. We'll be long gone. Hang on. I cannot go wrong. Hey. Hey. Going away. I get you back. I check the tag. Journey for life. And den kühlen Wald. Und hier war gerade auch schon die Warnung, dass man hier nicht so die Wege verlassen darf. Es ist halt alles altes Militärgebiet und viel Munition liegt hier noch rum. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. Ganzen Munitionsreste darf ja keiner den Wald betreten. Deswegen ist das hier auch so ganz natürlicher Urwald, weil ja keiner eingreift und alles so von alleine sich regelt. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Der Hafen. Talking by yourself and you make me smile. I can listen all night long. I tell you about the town when I first met you. Listening to a favorite song. Walking on the street when you caught my eye. Something about the way you move. No, there ain't nobody like. Ain't nobody like. So lucky to be yours. And you're taking me. In Peenemünde. So, der Usedomer Klassiker, Matthias Brötchen. Lecker, lecker.
looking for a reason. Also bisher waren das etwa 35 Kilometer bis Peenemünde. Soweit alles schön. Jetzt fahren wir weiter wieder zurück nach Karlshagen. Etwas andere Route. Sind ja vorhin Pöppel eingefahren. Jetzt geht es hier quasi am Deich entlang zum Karlshagener Hafen hinten. Ja, und auch ganz schön hier die Strecke. Karlshagen hier. Und da vorne ist Restaurant Fairmaster, was wir auch schon öfter lecker essen. Können wir auch direkt weiterempfehlen. So, hier sind wir vorhin Richtung Peenemünde. Jetzt sind wir gerade vom Hafen Karlshagen wieder hier angekommen. Und fahren jetzt quasi wieder so ein bisschen zurück zur Ostseeküste. Und da sind wir wieder in Karlshagen. Was kommt da? Pink Gin? Lilith. Pink Lilith mit Beeren. Also sehr gesund. Na gut, ein bisschen früh für uns Sundowner, aber wir wollen es mal nicht so anstellen, ne? Ah, nö. Prost. Nach einem leckeren Cocktail in der Surferbar Q8 am Strand von Zinnowetz geht es nun gen Ückeritz. In Koserow belohnen wir uns noch mit einem Essen beim Italiener. Wir haben heute 70 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt und das bei so einem sonnigen Tag. Das war ganz schön anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Hallo! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da, abonniert kostenlos unseren Kanal. Drückt die Glocke und so verpasst ihr kein Video mehr von den Just Lolly Days.